Hallo, ich bin Sami von Fozzi Akademie. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie man Fehler zu beheben. Windows Media Player ist ein Problem aufgetreten. Während der Wiedergabe der Datei mit rotem X herunterladen, Microsoft Fixit Ratgeber, der Download-Link zur Verfügung in der Beschreibungsbereich, Microsoft Fixit automatisch reparieren. Windows Media Player Probleme herunterladen und speichern. Microsoft Fixit tragbares Werkzeug. Klicken Sie auf Durchsuchen. Wählen Sie das Flash-Laufwerk H und klicken Sie auf Speichern. Nachdem der Download abgeschlossen ist, gehen Sie zu dem Ordner Fixit tragbar und doppelklicken Sie auf Datei Launch Fixit. Wählen Sie dann Windows Media Player Video und andere Medien oder Bibliotheksfragen, klicken Sie dann auf Jetzt ausführen Knopf nach Abschluss der Installation. Windows Media Player Ratgeber zu starten, wählen Sie und klicken Sie auf Probleme zu erkennen und wenden Sie die Korrekturen für mich. Dann wählen und klicken Sie auf Setzen Sie den Windows Media Player, dann wählen und klicken Sie auf Setzen Sie den Windows Media Player Bibliothek. Nach der Problembehandlung abgeschlossen ist die Liste der Themen gefunden worden und den Status der Fehlerbehebungen, die angewendet wurden. Sie können klicken Sie, schauen Sie Bericht Details. Versuchen Sie nun, Windows Media Player, um das Video abzuspielen. Es funktioniert perfekt. Hoffen, dass diese Informationen sind hilfreich. Vielen Dank für das Ansehen. Fozzi Akademie, bitte dergleichen abonnieren, dieses Video zu teilen und besuchen Sie unsere Website fozziakademie.com.